Jo, moinsen Minecraft-Freunde und willkommen zum heutigen Livestream bzw. zum Live-Let's Play. Und ich finde das wieder richtig geil, wenn man hier reinkommt, den Stream startet und alle wieder am Rumheulen sind, dass der Stream bei euch nicht läuft. Ich weiß nicht, was für eine Holzleitung ihr habt, 6000 oder so, damit könnt ihr natürlich nichts reißen, ganz klar. Aber das soll nicht mein Problem sein, denn bei mir läuft der Stream 1A flüssig und da sind auch keine nur geraden Sekunden im Countdown oder sonst irgendwas. Das könnt ihr ja nachher in den Folgen auch nochmal sehen, wenn die auf YouTube veröffentlicht worden sind. Sollte eigentlich funktionieren. So, also wir haben heute eine ganze Menge zu tun. Ich gucke hier mal gerade meine To-Do-Liste rein. Da steht so viel drin, das ist echt unglaublich. Ich kann noch mal so ein paar Sachen vorlesen. Da sind so hier so ME-Speicherzellen, ist noch so ein kleines Ding dabei. Dann wollten wir noch eine Höhlentour machen, beziehungsweise so eine Orberry-Bush-Suche. Wollten dann eine Orberry-Farm bauen, wir wollten die XP-Farm automatisieren, wir wollten Uran und Yalorium automatisch in den Reaktor leiten, wir wollten ins Deep Dark, wir wollten eine Wither-Farm bauen, wir wollten einen Draconic Mob Grinder bauen, wir wollten den Rundgang in unserer Energiekugel fertig machen und wir wollten vielleicht noch eine Draconium-Rüstung bauen oder diese komischen Kryo-Energieleitungen. Also das ist echt krass. Ich würde sagen, wir haben echt eine ganze Menge zu tun. Und ich würde mal sagen, ich mache euch mal eben ein bisschen Bild. Wenn ich den Eintrag hier finde, genau, Background, genau da. Ich lasse den Chat dieses Mal ausnahmsweise mal drinne und wir, gehen mal nach unten. Falls euch der Chat stören sollte, sagt einfach Bescheid. Und ich gehe mal eben aus dem Game-Mode raus. Ja, der Gamer-Let's Play fragt schon, ob lange Pausen kommen werden. Also wir werden das so handhaben wie sonst auch. Ich habe da noch eine Bitte an euch und zwar versucht mich mal so ungefähr immer... Ja, ich sag mal so alle halbe Stunde dran zu erinnern, dass ich mal eine Folge schneiden muss, weil sonst wird das für YouTube ein bisschen blöd. Facecam? Nein. Definitiv nicht. So, wir wollen mal gucken. Ich guck mal so einen kleinen Punkt auf der oder aus der To-Do-Liste raus. Ah, da haben wir noch einen ganz kleinen einfachen, mit dem wir hier wunderbar anfangen können. Und zwar, wenn wir mal hier hinten bei den Farm gucken gehen, dann sehen wir bei der Baumfarm einen Sprinkler, wir sehen bei der Karottenfarm einen Sprinkler. Und hier sehen wir nichts. Das heißt, auch unsere Baumwollfarm soll hier mal so einen Sprinkler bekommen. Dazu brauchen wir natürlich noch mal eben so einen Aquarius Accumulator, einen Sprinkler und einen kleinen Tank. Und ja, ich denke mal, damit fangen wir an. Das ist so ein leichtes Ding zwischendurch. Und dann wollen wir mal schauen. Also wie gesagt, wir haben heute echt eine ganze Menge vor. Also wir hatten keinen mehr davon über, ne? Nee, hatten wir nicht. Aber das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Sprinkler, da haben wir das gute Stück. Ja, war ja klar, dass wieder die Redstone-Fackel fehlt. Ich glaube, unser System ist voll. Ja. Vielleicht sollten wir doch mit den Speicherzellen anfangen. Das wäre gar nicht mal so dumm, habe ich das Gefühl. Ja, dann fangen wir halt damit an. Wir haben hier die 4K. Next. Auf geht's. Wahrscheinlich kommt der jetzt aber auch durcheinander, weil einfach kein Platz im System ist. Oder machst du hier irgendwas? Nö, er craftet irgendwas. Also ich denke mal, er kann nichts momentan rein und rausnehmen, weil einfach alles voll ist. Deswegen wollen wir eben gucken, dass wir hier so ein paar Sachen rausnehmen, wie zum Beispiel diese kaputte Dolly-Dingens-Gedöns brauchen wir nicht. Ein Elomite-Ingot, da können wir auch drauf scheißen. Und dieses weiße Powder, das können wir auch wegschmeißen, das ist nicht so wild. Und an sich sollte er jetzt wieder, ja, ich sag mal, genug Platz haben, um irgendwelche Dinge zu craften. Aber naja, vielleicht werden wir gleich zu gewissen anderen Dingen noch überzeugt. Ne, er macht hier gar nichts, warum auch immer. Ah, jetzt macht er wieder was. Okay, dann sollten wir gleich eine neue Speicherzelle haben. Läuft. Genau, Evolved ist mehr so ein Multiplayer-Ding, das ist wohl richtig. Ich meine, klar kann man das auch im Singleplayer zocken, aber ganz im Ernst, ach, wir sind doch zwei, lol. Naja, umso besser. Ja, wie gesagt, also Multiplayer ist schon besser. Bei Evolved auf jeden Fall. Aber naja, wir zocken ganz normal unsere, ja, einfache Welt hier weiter und dann passt das. Was mit den 700 Setzlingen im System ist, die sind da. So, jetzt zurück zum Text. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz. Das werden wir nachher noch weiter ausbauen.
Aber erstmal geht's hier halt um den Sprinkler und wir wollten eine Redstone-Torch bauen, genau. Haben wir noch Sticks? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, natürlich. Hä? Es ist wieder dieses komische T-Problem. Keine Ahnung, wo es herkommt. Doch, haben wir noch. So. Ja, und schon haben wir einen Sprinkler. Wir brauchen natürlich noch einen Aquarius Accumulator. Ne, Clash of Clans werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Nö. Ist nicht so meins. Hatten wir da noch einen von? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ne, hatten wir nicht. Dann basteln wir uns auch davon nochmal eben schnell ein zusammen. AQU reicht uns eigentlich schon. Genau, da ist das gute Stück. Genau, die gefarmte Kohle in die Generatoren, das können wir gleich nochmal eben machen. Aber erstmal bauen wir hier das Ding noch fertig. Neumatic Servo und den Rest haben wir da. Perfekt. Dann brauchen wir an sich noch einen Tank. Einfach so, weil wir es können. Haben wir sogar auch noch da. Sehr cool. Coal. Können wir mal ein bisschen von mitnehmen. So viel brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, also wie gesagt, so bei Clash of Clans, da habe ich echt keinen Plan von, weil, ja, habe ich mir mal angeguckt, ja. Aber direkt für nicht mein Ding befunden, sagen wir das mal so. Ach so, ich wollte ja hier was machen. Hier geht doch gleich bestimmt irgendwas kaputt. Was ist, wenn ich im Hover-Mode hier raufgehe? Ah, anscheinend wesentlich angenehmer für die Pflanzen. Sehr schön. Habe ich noch, ja, einen Eimer haben wir noch. Das, ja gut, reicht ja auch im Prinzip. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier unten Platz finden. Aber sollte eigentlich genug da sein. So. Ach, die sind wieder alle hier im Diggers Backpack verschwunden. So. Gut, dann basteln wir uns hier eben eine Wasserquelle hin. Wir haben hier glücklicherweise einen See direkt nebenan, das ist ideal. Und der DC-Zockt schreibt, endlich wieder streamen. Jo, und zwar geht's heute richtig rund. Weil unsere To-Do-Liste ist quasi, ja, ich sag mal endlos lang. Na gut, endlos nicht, aber die ist schon krass. Also so lang war die echt lange nicht mehr. Hä? 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 Ach so, da ist der andere. Okay, war gerade kurz verwirrt. Ich wollte nämlich hier rangehen. Genau, jetzt haben wir hier unsere endliche Quelle. Können den Aquarius Accumulator hier hinschmeißen. Dann den Tank oben drauf. Und dann machen wir so ein bisschen hier synchron, also symmetrisch. Weil der hier macht von links nach rechts, der macht von vorne nach hinten. Dann sollte der hier, ja, auch von vorne nach hinten irgendwie das Wasser verteilen. Nein, genau so nämlich nicht. So, genau, dann haben wir das schon mal erledigt. Ob ich im ME nachschauen kann, wie viele Büsche ich habe, das kann ich gerne tun, aber es wird nicht viel sein, weil das ist nicht viel. Und das, was wir am meisten brauchen, nämlich Eisen, haben wir auf jeden Fall am wenigsten. Das steht schon mal fest. Hier so buschmäßig, das geht gar nicht. Also Eisen ist echt ein Problem. Und das wäre dann auch einer der nächsten Punkte, die wir dann bearbeiten werden, weil ich kann den einen hier schon mal löschen, nämlich den Sprinkler. Das haben wir abgeschlossen. Und da wir das Glück haben, dass wir hier unseren Charm of Disc Location haben, können wir uns immer nach Hause telefonieren, egal wo wir gerade sind. Und Neogam hat gefollowt. Dankeschön und willkommen in der Human Unity. Gut, also folgendes. Wir haben hier den Cobblestone, schmeißen wir da mal rein. Sortieren mal kurz durch und haben eine Ender Pouch dabei. Wir haben unseren Hammer dabei, ne? Ja, genau da. Wir haben die Spitzhacke dabei. Eigentlich könnten wir jetzt mal losgehen. Ja, ich weiß, ich kann Knochenmehl in den Sprinkler tun, aber brauchen wir nicht. Das ist ein bisschen, ja, zu viel. Ja, cool. Also, wir machen eine Farmtour, beziehungsweise eine Höhlentour. Da müssen wir mal gucken, was wir hier finden. Habe ich noch genug zu essen dabei überhaupt? Ja, siehst du, passt auch. Wunderbar. Ja, und nebenbei können wir ja mal gucken, was wir noch so alles an Rohstoffen finden. Aber ja, wie gesagt, schwerpunktmäßig brauchen wir auf jeden Fall die Oreberry-Büsche. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier so finden. Ich glaube, hier in diesem Bereich waren wir mal ganz zu Anfang vom Let's Play schon mal farmen. Deswegen möchte ich ein bisschen weiter weg. Wo ist denn der Hanglider? Ach, haben wir dabei. Da. Wackeln aber nicht so viele. Pass auf, ich werde mal eben Folgendes machen. Wir nehmen uns ein bisschen Holz mit. Und wenn wir dann nachher auf Kohle stoßen, können wir uns direkt Fackeln bauen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee.
Hier 4, ja gut, ist nicht so viel. Ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Ja, genau, die resonanten Maschinen, die stehen auch noch auf der To-Do-Liste, also keine Panik. So, wir hatten irgendwie so einen Crab-Samen, genau, aufgesammelt. Der kann natürlich weg. So, dann zum Thema Hanggleiter. Das Home-Dingens liegt hinter uns, genau. Dann gehen wir mal in diese Richtung hier. Und zwar erstmal so ein ganzes Stück. Oh, was haben wir denn da? Aber ich glaube, da war ich auch schon mal drin. Und kann nicht so interessant sein eigentlich. Jo, und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eine Höhle finden. Beziehungsweise, nee, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wobei, hier vorne ist ja schon so ein ganzes System, ne? Kann das sein? Hallo, Skelett. Ach so, und zum Thema, toll, das hat sich ja erledigt hier fast, ne, oder? Zum Thema Solar Panels, ja, hier können wir wieder raus. Wir werden im Laufe des Let's Plays oder vielleicht auch schon während des Streams, je nachdem wie wir durchkommen, schon oder nochmal ins, ja, was heißt nochmal, also ins Deep Dark gehen und werden da auch vermutlich, wenn unsere Ender Query im End durchgelaufen ist, diese Query dort aufstellen. War eigentlich erst nicht meine Idee, aber ich sag mal so, ich wusste nicht, dass diese komischen Solar Panels, die wir momentan bauen, echt sowas von ressourcenlastig sind. Also das ist echt übel. Und daher, ja, bleibt uns im Prinzip keine andere Wahl, als die Quarry da aufzustellen, weil ansonsten warten wir uns hier echt dumm und dusselig, bis wir halt die Ressourcen zusammen haben. Bleibt das bei euch stehen? Nein. Also wie gesagt, ich gucke ja den Stream selber auch. Hier läuft alles flüssig. Und wie gesagt, ich habe es am... Oh, da ist eine Hülle. Am Anfang vom Stream schon mal gesagt, ich kann nichts für eure Holzleitung. Also mit 6000er wird das echt schon knapp. So, hier geht's auf jeden Fall hart nach unten. Und hier sind schon die ersten Büsche. Zwar nur Aluminium, aber ich nehme jetzt trotzdem alles mit. So, hier haben wir die ersten Kumpels. So, dieses, ja, lila Wasser gefällt mir gar nicht. Seht ihr überhaupt was? Toll, jetzt sind wir vergiftet. Diese verdammten Hexen immer. Ich gehe nochmal weiter nach unten. Beziehungsweise, ich baue mir mal eben ein paar Fackeln zusammen, weil ich glaube, wenn ich hier so in den Open Broadcaster rüberschaue, seht ihr nicht viel. Da ist ja noch einer. Ja. Gut, hier haben wir auf jeden Fall Kohle, die brauche ich nochmal eben. Ey, dieses Gift, ne? Das ist unglaublich. Ah, jetzt bin ich wieder normal. Ja, gut. Natürlich ist es wieder im Miner's Backpack gelandet. Genau, Hashtag geile Internetleitung for the win. Ist einfach so. Weil, wie gesagt, die meisten Leute, die hier am rumnölen sind, haben wahrscheinlich nur eine 6000er Leitung und da ich mit 6 Mbit rausgehe, kann auch schon mal eng werden. Hier ist so ein Pixie-Viech irgendwo gerade gewesen, ne? Kann das sein? Ja, da. Lol. Sehr cool. Warum sollte ich einen Hexenspawner machen? Wir haben eigentlich genug von dem Material. Und Redstone haben wir auch genug, also das, ja, also wenn wir die Quarry nachher sowieso im Deep Dark haben, ne, dann ist es sowieso total egal. Gut, ich glaube, hier finden wir nicht viele Büsche, aber auf jeden Fall noch ein bisschen was von dem Krempel hier. So. Beim AK1903 bewege ich mich nicht. Ich habe beim letzten Mal schon mal gesagt, dass ich mich auf diese Diskussion nicht mehr einlasse, ne, aber ich tue es trotzdem immer wieder. Weil es mich einfach wahnsinnig ankotzt. Da oben ist noch ein Alubusch. Gut, nehmen wir trotzdem mit, obwohl wir ihn jetzt nicht so unbedingt brauchen. Obwohl er eine 50.000er Leitung hat. Ja, also ich habe eine 200.000er und es geht einfach. Aber brauchst du gar nicht. Normalerweise wird eine 16.000er super reichen. So, da noch mal ein bisschen Licht hin und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier... Ja, komm, nehmen wir das Zinn auch noch mit. So, heul nicht, schreibt er. Ich weine aber schon den ganzen Tag wegen Leuten wie dir.
So, weiter im Text. Da wollten wir hin, genau. Home liegt hinter uns. Dann gucken wir mal, was wir hier noch finden. Und falls ihr euch wundert, warum ich langsam so komisch drauf reagiere, das ist nun mal so, weil ich in jedem Stream dieselben Fragen beantworte. Das ist immer wieder cool. So, also, hier haben wir auf jeden Fall irgendwie sowas Ozeanmäßiges. Mal gucken, ob wir auf der anderen Seite irgendwas finden. Genau, bei dir läuft alles flüssig, wunderbar, das gefällt mir. Bin mal gespannt, ob hier noch was kommt. Aber man kann ja mal gucken, ne? Ja. Ah, da haben wir wieder was gefunden, aber das ist wahrscheinlich nur so eine komische Gammelinsel, oder? Ja, war mir fast klar. Oh oh, man sollte nicht über diese komischen Grenzen hinausfliegen. Das hat immer, oder teilweise schwerwiegende Folgen. Ja, was haben wir hier? Hier so ein Meteor reingeknallt. Ja gut, okay, das brauchen wir nicht unbedingt, weil wir haben alle hier Press-Dinger, die wir brauchen. Daher total egal. Ja, da könnte er recht haben. So, wir haben anscheinend wieder irgendwas Größeres an Land erreicht. Nur die Frage, ob wir hier vielleicht noch so eine Art Höhle finden. Könnte man ja mal schauen und... Ja, wie gesagt, ich werde hier auf jeden Fall nicht alle Rohstoffe einsacken, weil wir ja halt, wie schon angesprochen, wegen der Büsche hier sind. Zur Not? Ich weiß gar nicht, ob im Deep Dark auch Büsche wachsen. Aber bestimmt, oder? Oh, Eisen. Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. Zur Not. Ja, wie gesagt, wir gucken uns noch ein, zwei, vielleicht drei Höhlen an. Und werden dann mal schauen, dass wir... Ja, vielleicht so langsam Richtung Deep Dark gehen, weil wenn uns da die Quarry ja die Büsche abbauen könnte, das wäre ja auch nett. So an sich. Oh, und vor allem Zertusquarz. Da haben wir nämlich gar nicht mal mehr so viel von. Dann können wir nachher noch die ein oder andere Speicherzelle mehr bauen. Das ist auch nicht verkehrt. Wo ist denn mein Ender-Rucksack? Da. Können wir schon mal die ersten Sachen wieder ins System reinschmeißen. Ach, ich habe das Holz weggetan, ne? Naja, egal. Wir haben noch genug Sticks, falls wir Fackeln brauchen oder so. Passt schon. So, da hinten ist noch Zertusquarz und hier ist noch mal ein bisschen Eisen. Ja, den einen lassen wir da oben jetzt hängen, ist nicht so wild. Genau, in 10 Minuten kann ich wieder eine Folge schneiden. Was heißt wieder? Wäre ja denn die erste fertig hier. So, ja, also buschtechnisch ist, ja gut, Aluminium finden wir hier ohne Ende. Ich packe die einfach mal trotzdem ein. Mal schauen, vielleicht sind sie uns irgendwann nochmal von Nutzen, aber Aluminium brauchen wir ja an sich, ich sag mal, nicht allzu viel. Oh, Zertusquarz ist aber echt gut, dass wir das hier finden. Denn da hatten wir neulich mal irgendwie so ein paar Probleme, habe ich so noch im Hinterkopf. Da vorne ist noch mehr davon, krass. Und noch ein Schwung. Ja, also in der Hinsicht möchte ich ja fast schon wieder gar nicht mehr aufhören mit Farmen. Weil dieses Zertusquarz-Zeug, das brauchen wir noch ohne Ende. Ja, und hier ist schon wieder, ja, Endstation. Aha, hat er sich wohl versteckt hier. Ja, also mit Büschen sieht das bisher echt mager aus. Gehen wir nochmal in diese Richtung.
Vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwo nach unten. Ach, hier waren wir, glaube ich, schon bei diesem Lava-Gedöns. Ja, Overworld und Twilight Forest. Ja, das habe ich mir eigentlich schon fast zugedacht. Oh. Was sind wir denn hier? Es geht auf jeden Fall noch steil nach unten. Noch mehr Alubüsche, ja egal. Ich nehme das trotzdem mit. Kostet ja nichts extra. So. Ja, und hier müssen wir mal gucken. Hier ist einiges an Rohstoffen. Ja, Redstone nehmen wir auch mit. Obwohl, von Redstone haben wir eigentlich wieder eine ganze Menge bekommen. Welche Music-Playlist benutzt du von No Copyright Sounds? Einfach alles. Sagen wir das mal so. Hier ist irgendwie grün, das gefällt mir nicht so ganz. Lava ist auch nicht so schön. Na komm. Oh. Ja. Ich wollte gerade sagen, Lapis nehmen wir noch mit, aber das ist mir dann ein wenig zu ungünstig. Oh, und hier ist Tin Orberry Busch. Mal was ganz anderes. Ja, cool. Da haben wir wenigstens mal was anderes gefunden. Hier ist auch noch einer. Noch einer. Ja, cool. Aber was halt am besten wäre, wäre halt Eisen. Und ich weiß auch noch nicht, in welchem Maße ich nachher diese Orberry Farm baue, weil ich habe mir da noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht. Das hängt an sich erstmal davon ab, wie viele von diesen Büschen wir nachher haben. Und Eisen werde ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Genauso, ja gut, Hellurium kann man mal machen. Ja, Iron ist selten, das habe ich mir fast schon gedacht. Was ist das denn? Elektroteilohr, was? Okay, ja gut, packen wir mal ein. Habe ich noch nie gesehen, das Zeug. Was? Oh, hier ist nochmal ein Schwung Eisen. Ja, weil, wie gesagt, an sich wollte ich hier nicht so eine enorme Farmtour machen. Aber so ein bisschen halt. Hauptsache Büsche. Ja, hier sind wieder Aluminiumbüsche, war ja klar. Ja, der Ender-Rucksack ist richtig cool, weil wenn man einfach mal voll ist, kann man sich einfach wieder leer machen. Wenn das dementsprechend noch ins ME-System geht, kann man auch das ME-System damit voll machen. Achso, das ist ja gar nicht giftig. Wie langweilig. Na gut. Ja, da gibt's nichts mehr. Und ach, hier ist noch ein bisschen Yellurium. Können wir ja mal mitnehmen. Wo verstecken sich diese Büsche? Was haben wir denn hier? Eine Schlucht oder was? Krass. Da oben sind wieder Alubüsche ohne Ende. Aber nichts anderes. Unglaublich. Ja gut, da kann man glaube ich nichts machen, ne? Ich tendiere ja fast dazu, die Quarry dann doch mal irgendwie, zumindest in einem kleinen Bereich in der Overworld aufzustellen. Aber eigentlich wollte ich das ja vermeiden. Klar, Lena, ich weiß noch den Weg. Der Weg heißt Enhanced Charm of Dislocation. So. Also Büsche sind echt Mangelware, ne? Da oben hängen doch welche, das ist wieder Tin, ne? Ja, genau. Ich glaube, von Rootkit ist gar nichts drin in dieser Playlist. Jo, 5 Minuten noch. Und ja, wir sammeln in der Zeit auf jeden Fall fleißig weiter die Büsche ein. Na, wie gesagt, so ein Schwung Eisenbüsche, das wäre es eigentlich mal.
Auf jeden Fall finden wir so an sich eine ganze Menge Eisen. Aber so eine Orberry Farm wäre halt einfach mal interessant, ne? Das wäre halt das Coole dabei. Wieder mal Alu. Egal. Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das grüne Wasser irgendwie giftig ist oder so, aber anscheinend doch nicht. Hi. Diese Miners Delight-Dinger, die können wir wegschmeißen. Braucht keine Sau. Sind wir noch so ein Ding, ne? Nee. Ja gut, dann machen wir nochmal voll. So. Was waren hier noch? Ach so, ja. Was ich nochmal eben machen könnte, wäre was essen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Den Hanggleiter brauchen wir hier unten, glaube ich, erstmal nicht. Wo machen wir denn jetzt am besten weiter? Ich glaube. Hä? Nee, da war ich doch gerade. Hier war ich auch gerade. Ich gehe einfach mal hier durch, ist ja egal. Genau, vielleicht gehen wir ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht haben wir da mehr Glück, was Eisen angeht. Da will ich jetzt nicht hin. Vielleicht auch hier? Nee, hier ist gar nichts. Da ist nochmal was, aber das ist halt wieder nur Tin, ne? Aber egal. Oh, egal, das muss man abkönnen. Diese Torturen. Genau, und dann können wir nochmal gucken, was hier... Oh, hier oben so abgeht. Aber anscheinend auch nicht allzu viel. Aber hier waren wir schon mal, weil da hängt eine Fackel. Vielleicht gehen wir nicht darunter, weil da einfach eine Sackgasse ist. Gut, ich würde fast sagen, wir nehmen hier noch ein bisschen Kupfer mit und nehmen noch ein paar Sachen mit, die wir hier so finden, wie zum Beispiel Kohle, was wir sehr gerne nehmen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Und machen mal so ein paar, ja, ich sag mal, interessantere Dinge, als hier nur rumzurennen und irgendwelche Büsche zu suchen. Ja, komm, hier waren wir schon mal. Gehen wir nach Hause. Wo sind wir hier gerade eingestellt? Home. Home ist super. Oh oh. Ah. Jetzt geht's. Okay. Schmeißen wir das nochmal eben da rein und dann gucken wir nochmal eben, was die Ausbeute so gesagt hat. Ja, also Tin haben wir genug und Aluminium haben wir genug. Aber der Rest ist echt sehr, sehr, sehr mager. Da müssen wir mal gucken, was wir da in Zukunft machen. Aber wie gesagt, tendiere halt dazu, ja, vielleicht doch die Quarry aufzustellen, beziehungsweise halt im Deep Dark nachher aufzustellen. Mal schauen. Gut, also ich würde mal sagen, ich schneide einfach mal die erste Folge hier und sag mal Tschüss YouTube und bis dann.